Eine Minute Fastenzeit mit Olli Kelch. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. So singt man es in einem Karnevalslied. Für die Jecken, da ist das sicherlich so. Sie verbrennen den Hoppeditz und warten nun bis zum 11.11. Dann beginnt wieder die neue Karnevalszeit. Und wir Christen, was ist mit uns am Aschermittwoch? Erstmal, die Bezeichnung Aschermittwoch, die kommt von dem Brauch, an diesem Tag im Gottesdienst die Asche der verbrannten Palmzweige des Vorjahres zu weihen und dann die Gläubigen mit einem Kreuz aus dieser Asche zu bezeichnen. Mit dem Aschermittwoch beginnt für uns die Fastenzeit, die dauert 40 Tage. Das sind auch 40 Tage, die sich Jesus in der Wüste fastend und betend befand. Ja, und in 40 Tagen ist für uns dann Ostern. Da steht Jesus wieder auf, nachdem er Karfreitag gestorben ist. Dann hat alle Hoffnung ihre Erfüllung erfahren. Eine Minute Fastenzeit mit Oliver Kelch.